Ja, hallo, mein Name ist Johannes Leitner. Wie es im Intro erwähnt wurde, ich bin die Logistics-Expertise von Haylog und habe 15 Jahre Erfahrung in der Logistik, vom Transportmanager bis hin zum Operations Manager. Als ich 2008 angefangen habe, war die Welt in der Logistik noch eine komplett andere. Es wurde mehr telefoniert, es gab weniger E-Mails, das meiste ist auf Deutsch oder Englisch gelaufen. Heute ist die Welt eine andere, aber doch noch herausfordernd. Bei uns war es damals so, wenn wir eine gute Woche überstanden haben und alle Probleme gelöst haben, dann haben wir uns gefühlt wie Dispo-Götter, weil schließlich wäre ohne uns nichts gegangen und die Regale in den Supermärkten würden leer bleiben. Heute kümmert sich ein Disponent durchschnittlich um ca. 30 bis 40 Sendungen pro Tag. Es sind verschiedene Parteien involviert, vom Fahrer, externen Disponenten, Ladestellen, Entladestellen, Kunden und Drittanbietern. Es werden extrem viele verschiedene Kanäle benutzt. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass man nur mit Telefon oder E-Mail arbeitet, sondern man hat zusätzlich meistens noch WhatsApp, Slack oder WebEx offen. Und das ist sehr herausfordernd. Und durch einen Tag hat man dann über 200 oder mehr Messages, die verarbeitet werden müssen. Die müssen teilweise übersetzt und weitergeleitet werden. Das kostet Zeit. Einerseits muss man schauen, dass man alle Bälle in der Logistik immer in der Luft hält, schaut, dass man nichts vergisst und keinen Kunden irgendwo eine Information nicht weitergibt. Es ist so, wenn Informationen reinkommen, müssen die meistens gesichtet, priorisiert, übersetzt und dann weitergegeben werden. Und das führt unweigerlich zu Zeitverlust und zu Fehlern. Es ist aber so, dass es wirklich Geld kostet. Es ist unproduktive Arbeit, die durchgeführt werden muss. Es kommt zu Fehlern, zu im schlimmsten Fall Stornierungen oder Kundenverlust. Aber nicht nur das. Es geht heutzutage, wir haben eine Krise, was den Arbeitsmarkt betrifft. Es ist schwierig, gute Leute zu finden. Und bei dauerhafter Überlastung und den vielen Kanälen kann es zu Überlastung und Demotivation kommen. Im schlimmsten Fall zur Kündigung. Und nicht jeder kann oder will ein Dispo-Gott sein. Also wie sollte die optimale Kommunikation jetzt ausschauen? Sie sollte einfach sein und um das was sich drehen, was wirklich wichtig ist. Das heißt nicht um Funktionen oder Kanäle. Es sollte so weit wie möglich standardisiert sein oder automatisiert. Bei den vielen verschiedenen Parteien, die involviert sein, ist es wichtig, dass die leicht ongeboardet werden können und so in eine Kommunikation aufgenommen werden. Zusätzlich sollte ein Disponent sich wohl mit dem Programm fühlen, unterstützt und in Kontrolle. Ja, und genau dabei kann Ihnen Haylog helfen. Wir zentralisieren die Kommunikation über die gesamte Supply Chain. Wir verbinden Fahrer, externe Disponenten, Ladestellen bis hin zum Kunden oder Drittdienstleistern, egal mit welchem Kommunikationstool Sie die Kommunikation machen wollen. Das heißt, Sie müssen nicht ein neues Tool installieren. Ein Fahrer braucht nicht die 20. Telematik-App oder TMS-App, sondern er verwendet das, was er auch privat benutzt. Und so können wir alle Kanäle von E-Mail über API, WhatsApp oder Viber bei uns anbinden und ermöglichen lückenlose Kommunikation. Wir haben Live-Übersetzung in die Sprachen, die benötigt werden, ohne einen Informationsverlust. Und werden unterstützt durch Features Live Location und automatisierte Workflows. Ja, wenn euch das noch nicht reicht, unsere Kunden,
haben uns bestätigt, dass sie mit Haylock bis zu 20% an Zeit einsparen pro Auftrag. Das entspricht ca. 10 Minuten pro Tag. Wenn interessiert, gerne bei uns im Stand kommen.